Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben Mittwoch, den 31. Juli 2019. Korrekt. Es regnet. Es regnet, ja. Aber es stört uns nicht so wirklich. Nee, wir haben hier noch gut 300 Kilometer heute zu fahren. Ja. Unser Ziel, Geiranga. Korrekt. Da wollen wir hin. Kreuzfahrtschiffe gucken. Genau. Unter anderem, wenn alles gut geht, die Mein Schiff 4, die wir bereits in Kiel gesehen haben. Ja. Die soll dann noch. Die treffen wir dann mal wieder. Die sollte theoretisch noch da sein, bis 18 Uhr ist sie da. Wir sind gespannt. Ja. Seid auch gespannt, was wir heute noch so erleben. Wie oft wir heute raus müssen bei dem Regen. Mal schauen. Einmal werden wir auf jeden Fall eine Fähre nehmen müssen. Mindestens eine, wenn nicht die sogar zwei. Die kommt jetzt auch gleich. Das ist gar nicht so lange, so weit weg. Im Sognefjord. Ja, das ist der größte Fjord von Norwegen. Genau. Also wir werden mal schauen, was wir so aufnehmen können. Ist ja leider alles hier so nass. Und na, mal sehen, was wir so sehen. Ne? So ist es. Aber jetzt von wollen daher. Wir erstmal los. Bis dann. Was für ein Anblick. Da ist der Sognefjord. Und Hammer. Schön. Auch bei Regen. Herrlich. Ja, ich glaube so. Aber die Scheibenwischer eher betätigen. Ja, ab und zu muss das mal sein. Also ich glaube, da macht man absolut nichts falsch, wenn man sich das hier anschaut. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Jetzt heißt es, auf jeden Fall da runter ins Tal müssen wir. Wir sind noch relativ weit oben. Geht immer weiter runter. Wir sind aber auch schon eine ganze Ecke runtergefahren. Und da runter müssen wir. Da unten irgendwo ist die Fähre. Genau. Also wir müssen wahrscheinlich rechts an der Langzunge noch vorbei. Wir sind gespannt. Ja, dann sagen wir mal, fahren wir weiter, ne? Bis dahin. Angekommen. Angekommen. Wieder ein bisschen Geld losgeworden. Beim Drecksvik. Ja, das hat der Sonnavi immer wieder gesagt. Aber das heißt zwar Drecksvik Heller. Genau. Und da wollen wir hin. Wir wollen nach Heller von Sinn. Ich wusste gar nicht, dass die auch hier in Norwegen ist. Unfassbar. Hat einen eigenen Ort hier. Tja. Ja. Das ist da. Also da, wo der Mann da ist. Da, guck mal hier, da ist er. Nee, wo ist er denn da? Da geht's hin. Ja. Bezahlt haben wir 132 Kronen. Wieder ordentlich Geld losgeworden. Sind immer so, weiß ich nicht, 14 Euro dann. Oioioi. Ja, aber das wussten wir ja alles im Vorfeld. Wir sind gespannt. Wir werden auf jeden Fall ein Fazitvideo machen, wo wir auch die ganzen Kosten mal darlegen. Was, ja, das wird eine Rechnerei werden. Was wir bezahlt haben, weil wir warten natürlich auch ab, bis alle Zahlen fertig sind. Also sprich, bis die letzte Rechnung von der Kreditkarte abgegangen sind. Damit wir auch einfach wissen, weil wir bezahlen so zwischen 17 und 29 Cent Auslandsgebühren. Das wollen wir euch alles dazu. Wir wollen keine Cents verheimlichen. Nee, die Auslandsgebühren kann man dann auch nochmal auflisten. Mal sehen. Das wird schon einiges sein. Jo. Schauen wir mal. So sieht's aus. Alles klar. Aber man kann alles mit Kreditkarte bezahlen. Das wollte ich noch loswerden. Genau, egal wo. Überall Kreditkarte. Richtig. So, weil mein Arm schwer wird, beenden wir jetzt diesen Bereich und wir melden uns dann, wenn wir da drüben sind. Weil wir fahren genau da hinten. Wieder lang. Einmal komplett den Fjord fahren wir lang. Ob ihr jetzt was gesehen habt, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube wegen den Tropfen nicht. Ja, ihr solltet auch nicht auf die Tropfen, ihr solltet auf den Finger. Auf den Finger, dein berühmter Finger. Da ist er wieder. So, und jetzt wollen wir aber uns die Fährfahrt genießen. Genau, bis dahin. Thank you.
ja, wir sind mal wieder fündig geworden. Und zwar in Sockendal. Sockendal, ja, wie es auch immer ausgesprochen genau, wird. Genau, Tal der Socken. So heißt das hier. Ja. Ja, ein richtig geiler Strom hier. Also das ist schon ein reißender Fluss, das ist schon richtig ja. Hammer. Okay, bei dem Regen auch kein Wunder, dass er so reißend ist, aber... Ja. Hammer, Hammer, Hammer. Es wäre natürlich schön, wenn hier dieses ganze Grünzeug weg wäre, damit wir euch mehr zeigen können. Aber wenn ihr mehr sehen wollt, kommt einfach hierher. Genau. Ich denke, wir werden nicht den ersten und letzten Wasserfall gesehen haben. Ja. Oder Fluss oder was also, auch immer, reißender Bach, also reißender Fluss. Reißender Fluss, weil... Das ist schon ganz schön breit und da geht ganz gut Wasser runter, das stimmt. Aber das kommt hier überall, den ganzen Berge, da kommt das, also Wahnsinn, Wahnsinn. Und Wasserfälle, Monsieur, haben wir schon einige. Ja, gesehen, also. Mehr als genug, ja. Ja, aber das wollten wir jetzt, wir haben da oben gerade geparkt, weil ich gesagt, oh, das müssen wir uns doch mal anschauen, das ist doch schon was Besonderes. Genau, von daher werden wir uns dann weiter auf genau. den Weg machen. Also nur für euch haben wir uns jetzt nass machen lassen, damit ihr das da sehen könnt. Wir haben wieder einen kleinen Zwischenstopp gemacht, direkt an der Straße, weil ihr das da oben sehen sollt. Stefan macht da wunderbare Bilder und wir haben jetzt uns einfach angehalten. Und dort seht ihr irgendeinen Gletscher. Wir wissen es gerade nicht. Unser Internet ist auch nicht gerade so gut, um das nachzuvollziehen. Deshalb blende ich es mal wieder ein, damit ihr auch wisst, wo dieser wunderbare ist. So, und ich gehe mal ein bisschen weiter hier hin. Ist doch ein bisschen ruhiger, also es ist hammermäßig. Das ist nur einer, sondern da oben, da ist noch mehr. Einfach nur heavy. Und jetzt drehen wir mal, damit ihr da auch die Aussicht bekommt. Heavy, sage ich euch. So, aber ich glaube, der Regen wird gerade ein bisschen doller. Das heißt, ich verziehe mich wieder rein. Will ja nicht völlig nass werden, aber das musste man sich jetzt echt einmal anschauen. Wir haben hier wieder einen Halt gemacht, um diese atemberaubende Kulisse aufzunehmen. Unfassbar, was es hier so zu sehen gibt. Nochmal von der Seite. Unfassbar schön. Und solche wilden Flüsse, die sehen wir in Deutschland ja überhaupt gar nicht. Hier in Norwegen an jeder Stelle. Und deshalb muss man immer wieder anhalten. Aber wir halten jetzt hier nicht nur an wegen dem Wasser. Nein, weil wir auch noch Obst schneiden wollen. Wir haben noch ein bisschen was zu fahren.
knappe 150 bis 170 Kilometer. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir auch einen Campingplatz in Geiranga bekommen. Ja, wir sind gespannt, ob das so wird. Und wir nehmen euch natürlich weiterhin mit. Wieder haben wir eine kleine Pause gemacht oder machen gerade eine Pause. Ich sehe ja schon, komm, wir kommen nie in Geiranga an, weil ein atemberaubendes nach dem anderen. Jetzt würdet ihr sagen, was ist daran so atemberaubend? Ja, wir haben es gerade noch so gesehen. Jetzt ist alles Nebel verhangen. Erzähl mal die bessere Kamera einstellen. So, nach einer längeren Diskussion. So lang war es auch nicht. Sie hat sage und schreibe 30 Sekunden gedauert. Genau. Soll ich diese Kamera nehmen, damit ihr auch davon was habt? Ich wollte euch ja eigentlich animieren, hierher zu kommen. Und ein bisschen sieht man da so, da irgendwo ist so richtig Hammer, Wasser und alles. Aber trotzdem alles nebelverhangen. Also es ist echt Hammer wie, oder Wolken. Können das auch die Wolken sein? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Und da noch ein Gletscher. Also, yo. Da hat man schon was von. Und Stefan ist da am Fotografieren. Das ein oder andere Bild, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall einblenden.
Ja, herzlich willkommen im Geiranger Fjord. Ja, willkommen bei Kreuzfahrtbulli. Da seht ihr sie, die Kreuzfahrtschiffe 1 und dahinter 2. Mein Schiff 4 ist es und die Alvia Sol. Ja. Bei korrekt. Der Mein Schiff 4 sind wir uns 100% sicher, die haben wir in Kiel gesehen vor, naja, 3 Tagen. Ja, ungefähr. Und die Aida Sol, keine Ahnung, ob die auch da war. Waren es 3 Tage? Naja, eher 4 schon fast, ja. Wieso 3? Heute ist Mittwoch tatsächlich. Ne, wir sind doch Sonntag sind wir gefahren. 4 Tage? Ja, ja. So lange ist das schon wieder her? Ist der Urlaub schon wieder bald vorbei? Nein, Gott sei Dank nicht. Ach, wir haben noch lange, lange, lange. Das wäre jetzt schlimm. Wir haben eben eine wundervolle Einfahrt hier gehabt. Aha, die Möwe hat also auch was zu sagen. Eine wundervolle... Nicht drauf. Nein. Ich wollte nur mal gucken. Drauf. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Einfahrt eben gehabt hier rein. Ihr habt das ja gesehen wahrscheinlich schon auf den Schnellaufnahmen oder auf der Actioncam. Hammer. Wirklich Hammer, Hammer, Hammer diese Aussicht. Geil. So, jetzt drehen wir nochmal die Kamera. Ja, und auch das gehört dazu. Ein glasklarer Fluss, der sich da hinten runterstürzt. Mal sehen, ob ich das filmen kann. Da. Da kommt er runter. Als wir 2017 hier waren, haben wir das Ding auch schon mal gesehen. Genau, da können wir mal jetzt Bilder von 2017 einblenden, wie es da aussah. Und nachher und morgen gucken wir uns das vielleicht mal an, wie es heute aussieht. Weil da kann man eigentlich, glaube ich, gut hinlaufen, wie gesagt. Und das ist einfach nur... Schaut euch den Blick bitte an. Genau. Schaut's euch an. Und da kommt gerade die Fähre. Das ist doch, besser geht's doch gar nicht. Die Fähre, da hinten im Eck. Ja, aber das kann man jetzt nicht sehen. Viel, viel interessanter. Also die, mein Schiff hat hier einen Ponton, da haben die angelegt. Und die AIDA darf mit ihren Tenderbooten hier, ja, den Tenderbetrieb aufnehmen. Mal sehen, ob man das sehen kann. Da hinten im Eck, da kommt die Fähre. Also ganz links im Bild. Tja. Diese Wände hier, Wahnsinn. Noch da oben ist noch der Wasserfall. Ja, das ist der Anfang. Also, für euch zur Info, wir bezahlen, sage und schreibe, 500 Kronen, also Pi mal Daumen 50 Euro für 2 Personen für 2 Nächte. Das heißt 25 Euro, das finde ich ist ein Schnapper. Okay, es ist kein Strom dabei, es ist einfach nur der Platz. Wir bezahlen für Dusche 5 Minuten warm Wasser 10 Kronen, also 1 Euro. Ich denke mal, das sind vernünftige Preise. Es ist nicht der Platz, wo Iris und Uwe waren. Da wären wir gerne gewesen. Der ist hinter der AIDA versteckt da hinten. Mal sehen, ob ich es reinfilmen kann. Genau dazwischen durch. Zwischen beiden Kreuzfahrtschiffen. Wenn man mich hören konnte. Wie gesagt, das ist es nicht geworden, aber dafür stehen wir auf dem Platz, wo wir eigentlich nicht hin wollten, weil er so völlig mittendrin ist. Aber naja, wir sind doch dorthin gegangen. Und ja, ich denke mal, wir werden jetzt zu unserem Platz wieder gehen und euch das mal zeigen, was wir da aufgebaut haben. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben uns ausgebreitet. Wir haben hier ein schönes Pavillon aufgebaut, wo wir, falls es denn heute noch regnen sollte, nicht nass werden soll. Und natürlich den Mückenschutz. Er hält auch kleineres Ungeziefer weg. So können wir gleich in Ruhe kochen. Und das werden wir jetzt auch tun. So, hallo. Wir haben uns jetzt das gemütlich gemacht, schauen wunderbar auf den Fjord und auf die Mein Schiff. Die AIDA sehe ich gerade nicht. Ja, da kann ich ein Stück noch erkennen, oben, das letzte Stück. Die müssten bald abhauen. Und das Schlimme ist, es riecht hier so lecker nach... Wie sind wir das jetzt, was so lecker riecht? Oder ist es immer noch gegrilltes? Das ist gegrilltes. Aber das wir sind auch, dass die nach Erbsenmöhren riechen. Also ja, das heißt, bei uns wird es dann auch was Leckeres zum Essen geben. Ja, und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Nee, Essen kochen für mich. Ja, ich kann auch kein Wasser trinken, weil ich habe nicht mal Wasser. Ich habe nichts hier. Du könntest aber schon mal einen Schluck Cola oder einen Schluck Wein. Kann ich auch nicht, weil möchtest du denn gleich einen Schluck Wein trinken? Oh ja. Wir haben nämlich einen guten Wein. Diesmal kriege ich einen eigenen Wein. Genau. Passend hier für Geiranger gibt es die Edition Christina. Das ist ein Feinherber, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, korrekt. Nix für mich,
aber muss ja auch nicht sein. Aber ausgezeichnet. Das heißt, ich hole mir jetzt den anderen Wein. Du holst jetzt den anderen Wein und dann gibt es jetzt erstmal ein schönes Gläschen Wein. Alles klar. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier ausmachen, weil das geht sonst nicht. Genau. Dann gebe ich dir mal die Christina und mir eine Inspiration. Wir trinken auf euer Wohl. Prost, zum Prost. Wohl und auf diesen schönen Platz. Genau. Ist das herrlich. Oh, heute ist er besser. Ja, für dich ist er durchgezogen. Ja. Meiner ist jetzt frisch aufgemacht, aber er schmeckt super toll. Das ist herrlich mit der Aussicht. Bisschen getrübt durch das Netz, aber dafür haben wir wenigstens kein Ungeziefer und das ist mehr wert. Muss man ganz klar sagen. Wir stellen uns einfach vor, schlechtes Wetter. Ja, und das Schöne ist ja dabei, wenn es jetzt regnen sollte, naja, dann lass es regnen. Das Zelt ist wasserabweisend, also von daher dürfte es an der Seite runterlaufen. Das Einzige, was wir machen müssen, die Tür vom Bulli zu. Die sollten wir zumachen. Aber das ist nicht das Problem. So. Wie gesagt, jetzt werden wir hier in Ruhe essen und ja, dann die Ausfahrt der Schiffe genießen. So ist es. Bis später. So, lecker gegessen haben wir und jetzt stehen wir an diesem reißenden Fluss. Ja, wir haben jetzt eine kleine Platzrunde gemacht. Genau, bis jetzt, wo Toiletten sind und wo man abwaschen kann etc. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich jetzt auch das Abwaschzeug holen. Genau, wir werden jetzt unseren Abwasch machen. Und den Toilettencode, denn den müsst ihr euch merken, der steht auf der Karte und dann werden sie auf dieses bezahlt auf der Quittung. Auf der Quittung, da steht es drauf. Sonst wüsstet ihr nämlich nicht, wie ihr in diesen Toiletten reinkommt. Genau. Ja. Und sonst, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wissen wir gerade nicht. Auf jeden die Mein Schiff ist auf jeden Fall abgehauen, die ist jetzt weg. Genau. Und jetzt steht noch die AIDA da und die wollen wir versuchen, nachher mal mit der Drohne beim Auslaufen irgendwie zu erwischen. Wir schauen uns das mal an. Aber so viel Zeit haben wir da nicht, deshalb müssen wir uns da mal langsam beeilen. Ne? So machen wir das. Also dementsprechend Kamera aus und Arbeit. Was für ein reißender Fluss. Unglaublich. Und da oben ist noch mehr. Und das werden wir morgen uns anschauen. Also, das ist schon genial hier. Windstill hier. So, da sehen wir die AIDA Sol. Und hier einmal nochmal den Blick nach Geiranga rein. Einfach nur schön. Fantastisch. Und dort ist unser Campingplatz. Dort irgendwo steht unser Bulli. Wir haben es um 9, heute am Mittwoch, den 31.07.2019. Wir sind hier am Geiranga. Hinter uns ist auf jeden Fall der wunderbare Wasserfall zu sehen. Da werden wir morgen spazieren gehen auf jeden Fall. Mal schauen, was der Tag morgen überhaupt bringt. Wir bleiben ja noch genau nicht nur diese Nacht, sondern die nächste Nacht da. Ja, dieses Moskitonetz und dieser Pavillon hat sich auf jeden Fall rentiert mitzunehmen. Wir wissen nicht, wie oft wir den noch nutzen werden auf unserer Reise. Wir haben ihn aber auf jeden Fall schon für 2 Tage genutzt. Und damit war es schon mal gut, dass wir ihn bei haben. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir eine gute Nacht. Und dann geht es morgen weiter hier auf unserer Norwegen-Reise.
bei der Aufnahme. Wo schauen Sie hin? Zu Frauen? Das ist ja was Neues hier. Nee, guck, da hinten brennt es. Da hinten brennt es? Ja. Lass es brennen, Hauptsache hier brennt es. Hallo, hierher. Komm, leg so, jetzt. Das ist unfassbar.